Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Und zwar haben wir heute von Kanada die C55023. Ist ab 8 plus geeignet, und zwar ist das der Suzuki Jimny oder auch der Offroader für den kleinen Mann. Es ist der Jimny in 1 zu 24 von der Größe her. Und wenn wir uns hier die Anleitung anschauen, haben wir hinten einfach nochmal eine Abbildung vom Jimny. Hier nochmal den echten Jimny als Foto und hier nochmal eine Abbildung von Jimny. Was wichtig ist, es ist ein offiziell lizenziertes Produkt von Kader und man hat hier überhaupt keine markenrechtlichen Probleme. Deshalb können ja auch überall die Suzuki-Logos verwendet werden. Wenn wir uns das hier anschauen, ist hier leider wieder alles, was mit Suzuki zu tun hat, mit Stickern gelöst. Sehr, sehr schade, aber da gehen wir dann nach dem Bau nochmal drauf ein. Ich habe nur mal den Stickerbogen schon mal aus der Anleitung rausgenommen. Wir schauen uns mal noch die Anleitung vor dem Bau an, und zwar ist das eine hochwertig anmutende Anleitung, ist klammergebunden. Das Papier hat eine ordentliche Qualität und wenn wir das hier aufmachen, sehen wir, es ist eine typische Kaderanleitung. Es wird nichts ausgegraut. Alles, was jetzt neu gebaut wird, wird immer durch solche roten Pfeile hier signalisiert oder das Teil wird rot umrandet. Und wir haben insgesamt eine Anleitung mit 29 Seiten. 27 Seiten davon sind Bauschritte und die 28 und die 29 sind eine Auflistung der Teile. Könnt ihr euch nochmal anhalten, wenn ihr wollt, und euch die Teileliste hier anschauen, was eben alles dabei ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und am Ende, ihr wisst, gibt's wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Viel Spaß! Und fertig ist der Jimny aus Klemmbaustein. Und ganz ehrlich gesagt, das Video wird ein bisschen kürzer, weil ich musste spontan noch einen sehr guten Freund aus einer wirklich misslichen Situation befreien. Und da habe ich natürlich ihm geholfen. Deshalb ist hier jetzt ein bisschen Zeit draufgegangen, die eigentlich ins Video geflossen wäre. Das Video wird ein bisschen kürzer, ich hoffe, ihr verzeiht mir's. Die wichtigsten Punkte erzähle ich natürlich trotzdem. Natürlich haben wir trotzdem noch Zeit, um kurz über das echte Vorbild zu reden. Und zwar wird der normalerweise von einem 1,5 Liter Vierzylinder Benziner mit 102 PS angetrieben. Er hat einen zuschaltbaren Allradantrieb mit Geländeuntersetzung und es ist so gesehen die G-Klasse für den kleinen Mann. Das machte den Jimny auch so beliebt und er war eine sehr, sehr lange Zeit ausverkauft. Wenn wir über das Aussehen reden, muss ich sagen, für die Größe und für den Maßstab 1 zu 24 bei dieser Teileanzahl ist er wirklich detailgetreu geworden. Ich würde behaupten, jeder kennt hier den Jimny und das ist wirklich an und für sich erstmal stark. Obwohl ich trotzdem beim Aussehen auch ein paar Kritikpunkte habe, aber da reden wir noch drüber. Wenn wir über die Teilequalität reden, reden wir erstmal über das Aussehen der Steine. Ich muss sagen, die Teile sind wirklich farbtreu. Das ist richtig, richtig gut. Bis auf die Sticker, weil, ich meine, schaut sie euch an, so richtig passen sie dann farblich leider auch nicht zum Set. Aber die grünen Teile sind wirklich sehr farbtreu, kaum zerkratzt und sehen sehr gut aus. Das Schwarz ist etwas matt, hat auch ein paar Kratzer drauf, das sieht man hier, hält sich aber alles in Grenzen, es ist okay. Wir haben hier nicht die beste Qualität, aber bei weitem auch nicht die schlechteste. Vom Bau her lassen sie sich wirklich sehr gut verbauen. Sie halten gut und wir haben auch keine Fehlgüsse an und für sich. Von daher hat das wirklich Spaß gemacht. Kommen wir zu den Funktionen noch und das wird jetzt sehr kurz und zwar, er kann fahren. Ja, ist jetzt nicht die Riesenfunktion. Aber die funktioniert trotzdem gut und die Reifen gefallen mir sehr gut. Das ist so zwar so ein Standardreifen, aber die Gummiqualität ist wirklich gut dabei. Das Coole an dem Set ist, es ist trotzdem bespielbar, hat halt nicht die großen Funktionen. Man kann damit aber rumfahren, es ist bespielbar, weil es vor allen Dingen auch halt. Also das Ding kannst du wirklich durch die Kante werfen wie ein Verrückter. Das kannst du einem Kleinkind geben, das wird es nicht wirklich kaputt bekommen. Klar, vielleicht fällt man hier oben die Antenne ab. Aber sonst hält das Teil wirklich überdurchschnittlich gut. Kommen wir aber auch nochmal zu kleinen Kritikpunkten. Und ein Kritikpunkt ist aussehensmäßig einmal diese Kante hier. Also die sieht nicht wirklich gelungen aus. Und dann haben wir auch noch das Problem, hier vorne haben wir ja eine wirklich durchsichtige Scheibe. Klar, sie ist so ein bisschen schwarz, ein bisschen milchig, aber halt viel durchsichtiger als diese Steine hier. Weil die Fenster sind quasi wirkliche Bricks in der Farbe, die auch die Scheibe vorne hat. Aber dadurch sind sie natürlich viel dicker, haben hier auch nochmal diese Noppen durchgezogen und dementsprechend kann man da kaum durchgucken. Und das hebt sich dann natürlich sehr von der Frontscheibe ab und sieht wirklich nicht so gut aus, wie es hätte aussehen können. Auch sind die Sticker schade, weil alles, was hier auf Suzuki hindeutet, außer das Auto an sich, ist mit Stickern gelöst. Die Stickerqualität ist eigentlich völlig in Ordnung, aber trotzdem ist sie hier von der Farbtreue nicht wirklich gut. Und es sind halt wirklich viele Sticker. Gerade für ein Ausstellungsset, was dafür da ist, um lange dazustehen, um mal gewaschen zu werden, sind das zu viele Sticker.
Das finde ich einfach immer schade. Man muss natürlich da immer Preis und Leistung betrachten. Hier ist eben der Preis ein bisschen gedrückt worden für ein bisschen weniger Leistung. Ich hätte es bei so einem Set wirklich andersrum besser gefunden, weil ein Fan von einem Jimny bezahlt dann vielleicht auch mal 5 € mehr und hat dafür dann wirklich ein voll bedrucktes Set. Weil dieses Set wird man sich nicht kaufen, um die Teile auszuschlachten. Dieses Set wird man kaufen, um den Jimny zu bauen. Und da wäre es allemal besser gewesen, wenn alles, was hier mit Suzuki zu tun hat, wirklich auch gedruckt ist. Es ist nicht wirklich schlecht, es ist aber auch nicht überragend gut. Dementsprechend kann man das nur einem Fan von dem Jimny empfehlen, der sich halt denkt, okay, der gefällt mir vom Aussehen her und so wie er ist, stelle ich ihn ins Regal. Allen anderen kann ich den Jimny dann in dem Falle zwar eingeschränkt empfehlen, aber habt nicht die größten Erwartungen daran. Das ist schade, weil hier ist der Kaufanreiz mal wieder fast nur die Lizenz. Und auch nur, wenn euch diese Lizenz interessiert, kann ich euch dafür eine Kaufempfehlung geben. Wie gesagt, es wurde heute alles ein bisschen kürzer. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst auch gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick.